Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem größten Vollhonk aller Zeiten, dem Thorsten. Ja, warum das so ist, das werde ich euch gleich erzählen, beziehungsweise was mir da mal wieder Blödes passiert ist. Ich hoffe, es ist euch nicht passiert, aber ich war mal wieder, eine Mille, den müssen wir mitnehmen, aber ich war mal wieder ein bisschen, ich will nicht sagen verblendet, aber ach, es gab wieder so Sachen, die mich so geärgert haben. So unheimlich geärgert haben, weil ich habe kein Clash of Clans gespielt, Leute. Weil ich einfach kein Clash of Clans gespielt habe und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ihr müsst Clash of Clans spielen, sonst habt ihr dieses Spiel nicht verstanden und vor allen Dingen das letzte Ereignis nicht verstanden. Beziehungsweise das letzte Ereignis ist natürlich selbsterklärend. Sammel viel, viel dunkles Vista. Oh, jetzt muss ich nochmal klicken. Jetzt kann ich gerade nicht in die Kamera gucken. Mädels, wie wäre es mit dem Rathaus? Ja, danke schön. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Und aber letztendlich ging es ja darum, dass wir hier unsere drei reinschicken hier. 1, 2, 3. Im Moment ist da noch nicht so viel Feuer. Zack. So, das machen wir da mal weg, würde ich sagen. Oh, die Titanien, die haut mir immer ab. Die haut mir immer ab. In dieser schönen, von Izzo geprägten Strategie hier, haut mir die immer ab. Ein Worten sollte ich auch dazu setzen, ne? Dann klappt das hier auch. So, da plöppeln die jetzt schon auf. Der ein oder andere ist schon zum Bär mutiert, okay. Und ich habe jetzt, ich hab vor allen Dingen gar keine Rootreiter mehr, ne? Ja, super. Naja, dann müssen es halt irgendwie die Helden jetzt schaffen. Ich habe keine Rootreiter mehr. So, wir heilen mal den King hier noch ein bisschen mit durch, würde ich sagen. Ich habe schon keine Hutreiter mehr, aber die Helden sind natürlich auch stark. Allerdings müssen die jetzt auch durch die Mauer durch. Digi hilft dann auch so ein bisschen. Sehr schön. Und noch haben wir einen Heiler da. Der ist jetzt allerdings, da ist der letzte jetzt auch aufgeploppt, okay. Aber die Helden reißen es hier halt, ne? Die Helden reißen es hier halt ohne Ende. Und natürlich, ja, okay. Die Bären, okay, die werden natürlich jetzt alle durchgebraten hier. Dennoch, glaube ich, guter Angriff. Aber ihr seht ja, die Helden sind unheimlich stark. Ne? Ich habe es jetzt fast nur, weil ich am Anfang die Hutreiter verloren habe, habe das Ganze hier jetzt fast nur mit den Helden gemacht und natürlich mit der neuen, echt tollen Truppe. Mit der tollen neuen Truppe. Den Druiden, den mag ich, den finde ich gut. Muss ich mal so sagen, den finde ich sehr, sehr gut. Also, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Und ihr habt gesehen, ich habe auch keine Einblendung mehr bekommen. Aber was ist mir eigentlich passiert? Ich habe das Event nicht weitergespielt. Also nicht, dass ich jetzt das Event nicht gespielt habe oder nicht angegriffen habe, aber ich habe das Event nicht weitergespielt. Ihr seht, da ist das X bei mir, beim Thorsten. Und das ist ziemlich doof. Das ist ziemlich doof, weil ich traue mich jetzt gar nicht zu klicken. Ich habe das Spiel jetzt abgebrochen, ja, weil ich einen Tan hier angegriffen habe. Ich voll Honk. Und jetzt kann ich sagen, weiterspielen. Ich kann ja sagen, weiterspielen. Also wenn ich jetzt sage, weiterspielen von vorne, beginnt er dann ganz, ganz von vorne, Leute? Oder beginnt er weiterspielen? Oder beginnt er beim letzten? Wenn ich jetzt wahrscheinlich sage, weiter, also 360 Gems für 3000 Glanzerz, das ist schon ein gutes Angebot, wenn ich das mal hier beim Händler vergleiche mit Juwelen. Wenn ich mir jetzt also Glanzerz kaufe für 300, sagen wir mal für 300 Juwelen, dann kriege ich mal gerade so 600 Glanzerz und für die 360 Juwelen bekomme ich, auch wenn ich es verpasst habe, ich hätte sie ja umsonst haben können. Nein, ich gebe da jetzt 360 Gems, glaube ich, für aus. Damit ich die 300, damit ich die 3000 Land. Ich bin so ein Idiot, ehrlich. Weiter. Okay. Jetzt habe ich 23 Tage Zeit. Ne, 23 Stunden. Es ärgert mich, Leute. Es ärgert mich wirklich maßlos. Aber was willst du machen? Ist halt so. Obwohl, ich habe meine Klarkriegsangriffe gemacht. Das ist ja das Uriose. Und ich habe dann extra noch geguckt, wie viel Zeit ich denn noch habe. Und dann habe ich gedacht, ach, locker 3 Stunden, da machst du locker noch einen Angriff. 3 oder 4 Stunden, glaube ich, waren noch offen. Da machst du locker noch einen Angriff, aber nein. Ich habe es versäumt. Ich habe es versäumt, Leute. Und ich habe auch hier versäumt, noch ein Clanspiel vielleicht mitzunehmen für mich. Weil ich die 1000 Punkte noch gar nicht habe. Okay. Ich habe allerdings eine komische Armee dabei. Was können wir denn da machen?
Was können wir denn da machen? Drei Spiele, drei Sterne. Es zählen nur Sterne in den ersten 60 Sekunden. Das ist alles nichts. Baukämpfe. Von drei Truppenplatz. Das können wir machen. Das sollten wir hinkriegen. Drei Truppenplatz Zauber. Oder war das jetzt gerade Verspenden? Ah, das war Verspenden, ne? Ach komm, Leute. Die Hitze macht mich fertig. Die Hitze macht mich alle. Im Moment. Glaube ich zumindest. Ich dachte gerade, die Adelartillerie wäre im Bau, aber die ist gar nicht im Bau. Okay. Wo geht der denn mal so hin? Dass wir hier wenigstens vielleicht den Monolithen mitbekommen. Oh, das war zu spät. Leute, ich glaube, die Hitze macht mich alle. Ich glaube wirklich, die Hitze macht mich alle gerade. Ehrlich. Ich glaube, die Hitze macht mich gerade alle. Tut mir leid, Leute. Ich glaube, die Hitze macht mich gerade ein bisschen fertig. Ich bin jetzt gerade ganz von... Bin gerade ganz weg, ne? Bin gerade echt ganz weg, Leute. Okay, da wird es jetzt ein bisschen heftig. Aber da wird jetzt auch ein bisschen was ausgelöst. Sehr schön. Können wir hier mal reingehen. Und können hier vielleicht noch ein bisschen mit den Barbaren was schaffen. Oh, wieder viel mit den Helden geholt, ne? Mann. Okay, ich habe es irgendwie noch gerettet. Aber ihr hört ja selber, ich kann kaum sprechen. So warm ist mir. So warm ist mir im Moment. Und, oh. Junge, was ist hier nur los? So, wo ist denn mein Speerwerfer? Oder Speerwerferin? Ach, da sind wieder die Kuschelskelette, die sind jetzt aber erstmal hinter den Hocks her, aber jetzt läuft die da hinterher, weißt du? Jetzt läuft die da hinterher und hinter den dusseligen Skeletten. Die soll so in Ruhe lassen, Mann. Oh, ist das nervig. Dann ein Skelett nach dem nächsten und das dauert und da ist jetzt noch ein König, der auch noch abnervt. Aber der ist jetzt weg. Okay. Oh, Queen ist noch zündbar. Aber ihr seht ja auch selber hier wieder mit den Helden, weißt du, den Anfang voll verbockt. Aber trotzdem so stark noch hier die Base gerockt hier. Wenn auch nicht ganz. Aber in Teilen noch, ne? Meine Queen ist noch in Heilung vom Pony. Okay. Das trabt aber auch nur noch, das trottet auch nur noch so hinterher, ne? Naja, aber auf jeden Fall habe ich jetzt das Event, denke ich mal, geschafft. Ah, nee. Nein, habe ich gar nicht. Oh. Ey, Leute, ich bin echt. Warum nehme ich nicht den Rathaus 14er und klicke ihn weg und nehme einen Rathaus 16 und schaffe ihn nicht? Ich muss ja viel mehr Prozente schaffen, ne? Ach, komm. Leute, die Hitze. Die Hitze macht mir echt zu schaffen. Jetzt habe ich das Event nicht geschafft. 100%, okay. Oh mein Gott. Toto voll durch den Wind. Eher voll durch den Wind jetzt. Echt, aber wirklich mal voll durch den Wind. Junge. Aber wirklich mal so richtig voll durch. Jo. Mhm. Krasse Base. Und meine Armee noch gar nicht fertig gebaut, ne? Ach, Leute, was? Ich geb's jetzt auf, echt. Ich geb's jetzt wirklich auf. Was hab ich denn hier für eine Armee? Was hab ich hier für eine Armee, Leute? Ich glaube, das übe ich nochmal, wa? Spendenarmee. Ja, ich mach jetzt ein Supercut hier. Ich bemühe auch die Helden gar nicht, würde ich sagen. Ich bemühe auch die Helden gar nicht.
Ich bin durch, Leute. Tut mir leid. Das wird nichts hier. So wie der Tag angefangen hat, so hört Clash of Clans jetzt für mich heute auf. Und ich mache jetzt aber einen Cut und dann mache ich ordentliche Angriffe für euch etwas später. Lange Rede, kurzer Sinn. Nee, kurzer Sinn, lange Rede. Andersrum. Ich spiele heute nicht mehr, Leute. Ich habe echt... ich will gar nicht sagen, was mir passiert ist, aber ihr seht ja hier so einen Angriffslog, was ich im Moment hier verzapfe. Ich mache nur irgendwie blöde Angriffe oder ein blödes Opening, sagen wir mal so. Und ich habe ein bisschen die Lust heute verloren bei der Hitze, Leute. Ich gehe jetzt einfach raus und trinke mir ein kühles, helles und dann lasse ich mal den Abend sein. Ich glaube, das ist auf jeden Fall besser so. Das, was ich euch auf jeden Fall mitgeben wollte, die Folge sollte eigentlich schon Donnerstag kommen, aber es hat überhaupt nicht funktioniert zwischen der Hitze und hier aufnehmen, irgendwie was Sinnvolles hier aufs Tablett zu bringen. Und deswegen kommt die Folge leider doch erst am Freitag. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Wir werden uns in jedem Fall sehen und hören. Also bleibt auf jeden Fall am Ball, beziehungsweise am Kanal am Ball dabei. Ich rede ja sogar schon, wirres Zeug kann das sein. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos und in den Livestreams. Vielen Dank trotzdem für eure Aufmerksamkeit. Auf dass euch das hier nicht passiert. Euer Toto. Clash.